Moment. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Bürger. Lassen Sie mich zunächst kurz auf einen Debattenpunkt angehen, der Sie ja offenbar sehr umtrieb. Und ich sage ganz klar, Frau Merkel, Herr Scholz und liebe Kollegen von der Koalition, es gehört mehr Gewicht dazu, als Sie es je auf die Waage bringen können, Alice Weidel von meiner Fraktion und der Parteibasis zu entzweien. Wir stehen hinter Alice Weidel und lassen Sie Ihre Angriffe an dieser Stelle. Aber ich sehe hier eine rote und eine schwarze Null, Herrn Scholz und Frau Merkel an dieser Stelle. Sie täuschen und tricksen besser, als es die Bilanzbuchhalter der Hypo Real Estate je konnten. Ihr Haushalt ist so wenig ausgeglichen, wie sich Italien an die Defizitregeln hält. Ihr klammheimliches Verfrühstücken der Flüchtlingsrücklage, um sich mit dieser angeblich schwarzen Null zu schmücken, sei hier nur am Rande erwähnt. Trotz sprudelnder Steuereinnahmen, einem Haushalt von 356 Milliarden Euro, ein Rekord übrigens, 60 Mal so viel wie Ihr Pleiteflughafen hier in Berlin vom Wirtschaftsweisen der SPD, Herrn Wowereit, schafft es diese reform- und fähige Regierung nicht, einen ausgeglichenen Haushalt zu budgetieren. Sie berauben mit dieser verantwortungsvollen Losung Politik den jungen Menschen die Zukunft und der alten Generation die Gegenwart. Ein kluger Kaufmann und bedachter Staatsmann würde jetzt Rücklagen bilden. Kennen Sie überhaupt noch den Spruch, spare in der Zeit, dann hast du in der Not? Und meine Damen und Herren, die Not wird kommen. Sie klopft von Süden schon erbarmungslos und ziemlich laut an. Sie machen stattdessen den Bürgern undurchdachte Steuergeschenke, anstatt, wie wir es fordern, wirklich zu entlasten. Keine Spur, sich finanziell auf den Brexit vorzubereiten. Stattdessen bauen Sie einen Schattenhaushalt nach dem nächsten auf. Der Energie- und Klimafonds sei an dieser Stelle genannt. Mit diesem versuchen Sie, Ihre gescheiterte Energiewende zu kaschieren. Immerhin ist es Ihnen gelungen, dass wir nicht Spitzenreiter bei den Preisen in Europa sind. Wir sind nur an zweiter Stelle. Keine Spur davon, sich auf die italienische Krise vorzubereiten. Doch stattdessen haben Sie sich wahrscheinlich, Herr Scholz, schon hinter verschlossenen Türen darauf verständigt, die 300 Milliarden für die Finanzierung der italienischen Staatsanleihen, die fällig werden, zu überweisen. Ich prognostiziere schon heute an dieser Stelle, Sie werden den kranken Euro retten und die Interessen der Bürgerinnen und Bürger opfern. Und tatsächlich wissen Sie auch, Italien hält das beste Druckmittel überhaupt in Händen. Denn entweder retten Sie italienischen Banken mit deutschen Euros oder Sie gestatten, dass die Italiener ihre Banken mit der neuen Lira retten. Was anderes wird an dieser Stelle gar nicht möglich sein. Da Ihnen also, wie gesagt, der Euro näher ist als die Interessen der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, Italien sitzt auf einem Schuldenberg von immerhin 2,3 Billionen Euro und muss in 2019, wie gesagt, 300 Milliarden Euro refinanzieren und Zinsen aufbringen. 10-mal so viel Zinsen dafür aufwenden wie die Bundesrepublik Deutschland, nämlich 3,5%. Und der wesentliche Unterschied liegt, dass die meisten dieser Staatsanleihen von italienischen Banken, hört, gehalten werden. Dieser Haushalt ist also ein riesiger Etikettenschwindel, der mit den ersten dunklen Wolken am Wirtschaftshorizont krachend zusammenbrechen wird. Bezüglich des Euros hangeln Sie sich, meine Damen und Herren, von der Regierung, von Lüge zu Lüge. Aber wir als AfD sagen an dieser Stelle, kein deutsches Steuergeld für italienische Banken, meine Damen und Herren. Nehmen Sie es zur Kenntnis, Italien ist pleite. Herr Merz würde wohl von Insolvenzverschleppung sprechen. Bildlich gesprochen liegt der italienische Patient im Koma und ist eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen. Betrachte ich die Aussagen des Herrn Merz zur Asylpolitik, da überholt er uns ja inzwischen rechts, meine lieben Kollegen von der CDU, CSU, Sie kopieren ja nur, ist die Frage, will er den Stecker von der Herz-Lungen-Maschine ziehen oder ist es Herr Salvini, der dann mit frischem Geld, nämlich Lira, die italienische Wirtschaft und das Land wiederbelegt. Aber, meine Damen und Herren, was bleibt diese Regierung noch schuldig? Sie bekommen seit Jahren das Thema der aggressiven Steuervermeidung nicht in den Griff. Sie können im Gegensatz zum Europäischen Parlament ja nicht einmal die Schäden beziffern, die dem deutschen Steuerzahler dadurch jährlich entstehen. Auf meine Anfrage hin, und die spricht Bände, antworteten Sie zunächst als Regierung,
Sie könnten diese Mechanismen nicht kennen und würden da keine Einschätzung vornehmen, um in der dritten Frage, ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten, zu antworten. Die Bundesregierung unterstützt von Beginn an die OECD und das von G20 initiierte Projekt gegen Gewinnkürzung und Gewinnverlagerung. Im Rahmen dessen Programmes von 2015 konkrete Maßnahmenbündel zu 15 Aktionspunkten, insbesondere zur Steuervermeidung und zu Missbrauchskonstellationen, beschlossen worden. Da müsste man sie ja doch kennen. Warum antworten Sie da nicht drauf? Also, meine Damen und Herren, schätzen wir einmal, das EU-Parlament konnte das sehr gut. Den europäischen Mitgliedstaaten entstehen durch diese Steuervermeidung zwischen 160 und 190 Milliarden Euro an Schäden jährlich. Nehme ich einfach mal den deutschen Anteil bei der EZB von ca. 27%, entsteht dem deutschen Steuerzahler unter Ihren Augen, unter Ihrer jämmerlichen Politik, jährlich ein Schaden von 51,3 Milliarden Euro. Da ist der Soli-Spielen drin, mit dem Sie die Menschen hier entlasten könnten. Meine Damen und Herren, wären Sie Pinocchio, hätten wir heute eine Verbindung zum Mond. Ihre Regierung hinterlässt einen haushalterischen und gesellschaftlichen Scherbenhaufen. Und seien Sie froh, dass wir noch nicht regieren und umgesetzt haben, was in unserem Programm steht, dass Steuerverschwendung strafbar sein muss. Ich wüsste nämlich dann, wo Sie alle von der Regierungsbank sitzen. Sie würden die Banken tauschen und würden auf der Anklagebank sitzen. Und das mit Recht, meine Damen und Herren. Treten Sie endlich zurück. Beim Soli haben Sie ja schon gerade ein Problem, Herr Scholz. Sie widersprechen ja gerade der CDU. Oder werden Sie dann doch der totalen Stufenabschaffung zustimmen. Meine Damen und Herren, diese Regierung ist ein zerstrittener Haufen. Machen Sie den Weg frei für Neuwahlen und geben Sie den Menschen endlich die Chance, eine vernünftige und verantwortungsvolle Regierung zu wählen. Dankeschön. Für die SPD-Fraktion hat das